Audiograph. Heute trinken Herzog Abele und die anderen meinen Whisky und schmieden Pläne. Jindosh beobachtet mich wie eine Katze mit einer halb zerkauten Maus. Ashworth spottet, wie konventionell wir anderen doch sind. Sie sieht es nicht, flirtet eine Zeit lang und weist mich dann in meine Schranken. Ich schlucke die Wut runter und denke daran, was Riodanis mir bedeutete. Ich sage mir, ich habe für diese Ehre gearbeitet. Ich arbeitete in den Bergwerken. Und jetzt ist die feine Gesellschaft zu Gast bei mir. Wenn sie eine Seance abhalten wollen, was soll ich da sagen? Was auch passiert, ich werde es bereuen. Aber danach kommt Megan vorbei. Mit ihr zu reden, rückt mich zurecht. Megan. Stilton war ein guter Mann, mit dem Herzog zerstritten. Megan weiß schon wieder mehr, als sie uns erzählt hat. Ich wünschte, wir könnten ihr vertrauen, aber... Emmy Stiltons Tagebuch. Zwölftens Netze. Zwölfter Netze, keine Ahnung. Nachdem ich Tunnel 12 einen Tag lang inspiziert hatte, hörte ich zufällig, wie Claire über meine Hände sprach und fragte, was für einen Gentleman arbeiten wir eigentlich? Das Schwarz unter seinen Nägeln, einfach widerlich. Genau das waren ihre Worte, und an diese Worte muss ich ständig denken. Ich frag Jamie, ob er Rat weiß. Jamie sagt, dass sich viele feine Herren beim Barbier ihre Finger mit einer Maniküre pflegen lassen. Wenn ich morgen rasiert werde, bitte ich auch um diesen Dienst. Obwohl sein Laden klein ist, ist Miguel der beste Barbier im Batista-Bezirk. Ich gehe seit Jahren zu ihm, schon vor dem ganzen Geld und dem ganzen Trubel. Ich bat ihm eine Maniküre und er schnaubte, da er wusste, dass das eigentlich nicht meine Art war. Da ich mich nicht auskannte, sagte ich, mach das, was alle anderen auch bekommen. Ich wusste nicht, dass das einfache Säubeln meiner Nägel auch das Auftragen kostspieliger, stark riechender Lacke bedeuten würde. Es steht mir nicht, also muss das von meinen Händen runter, vor der morgigen Inspektion des Bergwerks. Der Lack war hartnäckig. Zum Glück fand ich heraus, dass er mit Terpentin etwas weicher wurde und ich ihn dann mit Schmirgelpapier abreiben konnte. Jetzt sehen meine Hände noch schlimmer aus als sonst. Brief von Herzog Luca Abele. Aramis, es ist klug von Ihnen, als Gastgeber dieser besonderen kleinen Feier zu agieren. Das wird Ihrer sozialen Stellung sehr zuträglich sein und ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Gehen Sie sorgsam vor, damit es kein Reinfall wird. Es folgen einige Einzelheiten, weitere Informationen später. Wir benötigen einen verschlossenen Raum. Verschlossen. Das ist euch äußerst wichtig, da Ihre Bediensteten nicht in einem ungünstigen Moment hereinkommen und alles ruinieren dürfen. Außerdem wollen wir nicht, dass Gäste gehen, keine Fenster. Und falls es doch eins gibt, können sie vielleicht für schwere Vorhänge sorgen. Sobald alle mit Erfrischung und dergleichen versorgt sind, ist es entscheidend, dass ihre Diener und Sicherheitsleute sich die Nacht über zurückziehen. Sie dürfen uns nicht stören. Schicken Sie sie nach Hause, falls nötig. Oder auf die Straße, wenn sie keine Wohnung haben. Nun zu den Teilnehmern. Ich gehe davon aus, dass wir insgesamt 5 sein werden, sie eingerechnet. Bitte keine Überraschungsgäste. Wenn jemand vorbeikommt, schicken Sie ihn weg. Hierbei handelt es sich um eine private Seance von Buena Ashworth speziell ausgesuchten Teilnehmern. Sie wollen sie ja schließlich nicht verstimmen, oder? Hoffentlich sind diese Anweisungen klar. Sie waren der engste Freund meines Vaters und ich weiß, dass der alte Knacker sich darüber freuen würde, dass sie mir in dieser Angelegenheit behilflich sind. Was ein Arschloch. Sektonische Lieder. Schmetterlingssammlung. Brauchen den Generalschlüssel. Also Corvo gibt's gerade zweimal. Was passiert denn, wenn wir uns selbst treffen? Es gab auch kein Wort von Delilah bisher. Was passiert, wenn ich hier den Wandler einsetze? Okay, das war immer ein Durchgang.
Ich brauche den Generalschlüssel. Es hilft nichts. Jetzt nur die Frage, wie kriegen wir den? Ich könnte mir vorstellen, dass sie den hat. So fest. Tut mir leid, ihr beiden. Sie hatte den nicht. So, aber jetzt habe ich hier oben auf jeden Fall schon mal einiges an Freiraum. Leb wohl, Trevor. Trevor, ich bin überrascht, dass du den Mumm hattest zuzugeben, dich vor mir zu fürchten. Gut, vielleicht solltest du das auch. Ich kann langsam ziemlich gut mit der Klinge umgehen. Naja, mittlerweile bin ich bei den Heulern und werde sicherlich nicht mehr in mein früheres Leben zurückkehren. Und wenn du nicht zu uns stoßen willst, weil du zu viel Angst hast oder zu schwach bist, dann ist nichts mit dir. Ich habe schon 4 neue Freunde und wenn ich möchte auch ein paar Mädels. Ich weine uns keine Träne mehr nach, also dann heißt es, leb wohl zu sagen. Für immer. Außer du änderst deine Meinung und kommst zu uns. Leb wohl, Trevor. So. Wo bin ich denn hier? Irgendein Stein? Gesundheitselixiere? Kräfte können wir immer noch nicht benutzen. Seltsame Sache. Stiltons Anwesen verfällt langsam. Mich wundert, dass ihm noch nicht die Decke auf den Kopf gefallen ist. Stilton ist da nicht hineingeboren worden. Angeblich war er Bergmann. Was war das? So, die kommen hoch. Tut mir leid, Freunde. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, dass ich die hier betäube. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass einer von denen sich den Generalschlüssel geholt hat. So, 2 Wachen weniger. Jetzt kann ich mich hier unten endlich umgucken. Beschränkter Zugang zur großen Halle. An alle, die heute Nacht Dienst haben. Mr. Stilton hat mich gebeten, den Zugang zur großen Halle nach dem Eintreffen des Herzogs und seiner Gäste zu beschränken, da sie über eigenes Sicherheitspersonal verfügen. Wenn mich jemand braucht, ich bin im Speisezimmer. Hauptmann Cordero. Okay, wir müssen Hauptmann Cordero vermutlich entwaffnen. Also mal sehen. Was war? Hä? Das war knapp. Eine bewusstlose Wache. Die wollen ja nicht gestört werden. Ach, mach mal den Kack aus. Danke. So. Ist da jemand? Hallo? Ist da wer? Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich hab... Veteran. Bewusstlos, aber auch der hat keinen Schlüssel.
glaube auch nicht, dass jemand von denen den Schlüssel hat. Dadurch, dass hier aber jetzt zwei Minen liegen, weiß ich auf jeden Fall, wo ich die Leute hinlocken kann. So. Mach ich mal nochmal Krach. Okay, keiner mehr da. Schwerer Beutel. Generalschlüssel. Du bist... Tut mir leid. Ich brauche hier ein bisschen Ruhe. Haben wir den Generalschlüssel gefunden. Wir haben jetzt hier drinnen auch komplett freigeräumt. Der einzige Typ, der letzte Typ, den wir töten, vor dem liegt der Schlüssel, war klar. Die Mine hier oben war total gewastet, leider. Kann ich aber auch nicht mehr mitnehmen. Aber wir haben auch noch drei Betäubungsbolzen. Und wir können uns hier frei bewegen. So. So, erstmal wieder zurück. In die Vergangenheit. Haben wir Brandbolzen? So. Ich würde den komischen... Stimmt, ich kann mich ja nicht teleportieren. Gute Nacht. So, wechsle ich zurück auf die normalen Bolzen. So, erstmal... Wie viele es hier gibt. Diesen komischen Nestern. Die Nacht sicher auch nicht benutzen. Das ist über uns. Ich muss den mit dem Heulbolzen. Du bist nicht sehr gut da drin, deine Leute zu beschützen, ehrlich gesagt. So. Ganz schlechter Nestwächter. So, Armbrustbolzen kann ich wieder mitnehmen. Noch mehr Blutsteine. Ich mache jetzt erstmal hier alles frei im normalen Gebiet. Dürfte ja eigentlich nichts weiter sein. Das macht mich wahnsinnig, diese Geräusche. Das sind irgendwelche Hunde da oben.
Hier ist ein Baum. Rüste das Herz aus. Alles, was passiert, scheint sich um eine Art Zentrum zu drehen. Ich brauche die Kombination zu Stiltons Arbeitszimmer. Tür ist blockiert. Ich brauche irgendeinen sicheren Raum, in den ich mich teleportieren kann. Hier oben zum Beispiel. Das sieht gut aus. Da sollte mich direkt keiner sehen. Das sieht wie verstärktes Glas aus. Hat es einen Einbruch gegeben? Nein, nichts dergleichen. Wir renovieren nur für Mr. Stilton. Seine Fenster sind aus der Mode? Diese Reichen machen mich wahnsinnig. Stilton sorgt sich um sein Zuhause und wie er spricht und sich kleidet. Er hat große Angst, Fehler zu machen. Gesellschaftliche Fehler. Das ist doch kein Leben. Sich nicht mal in der eigenen Haut wohlfühlen. Dann will ich sie nicht aufhalten. Okay. Sehr gut. Muss ich die betäuben? Brauche ich hier irgendwas? Das sind Informationen, glaube ich. Es ist nur die Frage, wie kriege ich die da weg? Drei Stück habe ich. Zwei ist okay. Zack. Der ist bewusstlos, ne? Ja. Warum auch immer die Tür daneben kaputt gegangen ist. Was? Ha! Sehr gut. Haben wir den Wachmann direkt mit erwischt. Tut mir leid für euch. Aber ich habe hier zu suchen. Ja, wirf ihn noch schwungvoller. Okay. Zack. So, Tür ist blockiert. Wo sind wir hier? Irgend so einem Badezimmer. Da liegt noch ein bisschen Geld. Leben brauchen wir nicht. Schublade. Ja. Der arme Stilton. Das Geld hat ihn nicht glücklich gemacht. Macht korrumpiert, oder wie? Ja, wobei Macht in seinem Fall nicht. Er hat ja an sich nichts falsch gemacht. Das Einzige, was er falsch gemacht hat, war zu versuchen, dazuzugehören. Irgendein Gedicht wieder, Wecker. Okay. Zack. In den Fahrstuhl zu kommen, wäre eine Sache, die ich mir ganz geil vorstelle. So. Kann ich mich jetzt hier porten? Ja, kann ich. Was meinen, können wir uns jetzt das Knochenartefakt hier holen? Schallender Schrei. So, zack. Durch die Tür geschafft. Und wir sind irgendwo im Keller.
sind wir?